Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Und zwar haben wir heute nicht nur eine, nicht nur zwei, nicht nur drei, sondern vier Dosen. Und mir geht's jetzt schon echt gut. Wir haben trotzdem für euch vier Dosen vorbereitet. Und zwar Bang! Kennt ihr Bang? Das ist alles sehr gesund. Da steht nämlich auch drauf Sugar Free. Sugar Free ist natürlich richtig genial. Kann das dann überhaupt bangen, wenn es gar keinen Zucker hat? Ich möchte euch das jetzt mal hier zeigen, wie das aussieht. Das sind nämlich vier Dosen von Bang. Ihr wisst schon, Bang. Was das alles genau ist, gucken wir uns jetzt mal an. Eine Sorte finde ich ganz besonders interessant. Und die kommt zum Schluss. Wir haben nämlich hier, Vorsicht, genau, wir haben einmal Bang, Sugar Free, Lemon Drop, ne? Energy Drink, Sugar Free, Bang, Lemon Drop. Wir haben einmal Sugar Free, Bang, Peach, Mango, also Pfirsich und Mango. Okay, wir haben einmal Bang, Sugar Free, Blue Ratz, also Blaubeere und wir, haltet euch fest, haben einmal zuckerfrei Bang Rainbow Unicorn. Also nicht nur Einhorn alleine ist schon richtig brutal, sondern auch noch Rainbow Unicorn. Kennt ihr den Unterschied zwischen dem normalen Einhorn und dem Regenbogen Einhorn? Wir fangen natürlich mit dem ekligsten an und das wird Limette sein. Also Zitrone, dann Pfirsich wie beim Eistee, dann Beere und dann driften wir ab in die Welt des Grauens mit Rainbow Unicorn. Ich werde das nicht alleine trinken, denn meine Mama ist wieder da. Und deswegen bin ich auch müde und deswegen, damit ich immer so lange aufbleiben kann wie sie, muss ich jetzt erstmal Energy zu mir nehmen. Angefangen natürlich mit Zuckerfree Lemon Drop. Dazu aber, boah, das riecht auf jeden Fall schon mal wie Arznei. Also wenn ihr Hustensaft braucht, könnt euch, kalorienfrei ist es auch, das steht aber hier hinten. Bang! Jetzt im Kühlregal. Habe ich übrigens im Kaufland gefunden, glaube ich. Wir probieren mal einen Schluck. Okay. Dieser Zitronengeschmack ist eigentlich ganz angenehm. Dann kommt aber irgendwie so ein fader Nachgeschmack durch, wo der Zucker fehlt natürlich. Und das schmeckt irgendwie wie dieses Abführmittel, was sie mir letztens bei der Darmspiegelung gegeben haben. Ich habe keine Ahnung, das schmeckt auf jeden Fall richtig. Da zieht sich alles zusammen, das Lemon Drop halt. Fängt gut an, aber dann ist es, naja, das glaubt, das trinken die Mama. Wir machen nämlich dann immer halbe halbe. Jeder darf sich was raussuchen. Mein Favorit ist sicherlich Pfirsich Mango und Rainbow Unicorn. Sie würde also Beeren und Zitrone kriegen. Aber ob Pfirsich wirklich so gut ist, finden wir jetzt raus. Das riecht wie Erdbeertorte zum Geburtstag, abgestandene. Aber wir haben es ja unten geöffnet. Wir probieren jetzt mal Pfirsich und Mango. Es hat auf jeden Fall einen Pfirsich-Touch, es hat auch auf jeden Fall einen Mango-Touch. Aber es hat wieder so den extrem alles sich zusammenziehenden Abgang, das wohl einfach wegen diesem Zucker freikommt. Vielleicht sollte man einfach sich noch Zucker reinmachen, dass das besser schmeckt. Ansonsten ist das wirklich sehr gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Wir haben aber noch, ne, pass auf, wir haben noch Sugar Free Blue Ratz. Blue Ratz müsste wohl jetzt das Beste sein von diesen bärigen.
Ist bestimmt auch schön blau. Wir machen es mal auf. Wir probieren mal. Diesmal hat es nach gar nichts gerochen. Wahrscheinlich, weil ich gerade noch geredet habe und noch nicht eingeatmet habe. Jetzt habe ich eingeatmet, habe einen süßlichen Geruch wahrgenommen. Aber wir probieren trotzdem erstmal. Okay. Wie ich es vermutet habe, Blue Ratz schmeckt bis jetzt am besten. Ne, habe ich gar nicht vermutet, ich habe es ja andersrum gedacht. Blue Ratz ist bis jetzt mein Favorit, das würde ich wohl dann trinken zusammen mit Unicorn. Mama würde ich dann wahrscheinlich einfach das Zitrone und das Pfirsich geben. Aber vielleicht schmeckt das Unicorn ja auch nicht. Was nicht heißt, dass Blue Ratz gut ist, ja. Es ist nur das Beste bisher, auch wenn es sehr eigenartig schmeckt. Ich weiß nicht, wer auf die Idee kam, Bang zu erfinden, aber derjenige hat auf jeden Fall alles richtig gemacht. Denn das Interesse ist geweckt, die Dosen sehen auf jeden Fall genial aus. Und ja, die Farben, das Design. Und wer wollte nicht schon immer mal Rainbow Unicorn testen? Ich habe jetzt schon Bauchschmerzen. Wir haben noch das letzte Rainbow Unicorn auf jeden Fall. Jetzt kam das ganze Gurkenwasser von vorhin hoch, Junge. Probieren wir das mal. Das riecht auf jeden Fall sehr, sehr süß. muss ich sagen, ist wirklich das Beste bis jetzt. Ihr seht, das hat sich immer gesteigert. Du trinkst das erste und denkst, oh mein Gott, dann trinkst du das zweite, dann sagst, ist schon besser, aber immer noch, oh mein Gott, dann trinkst du das dritte, sagst, das ist das Beste, aber das ist noch lange nicht gut. Jetzt kommt das vierte schlägt auf jeden Fall alle drei um Längen. Da würde ich mir sogar noch eins kaufen und das Leuten anbieten und sagen, hier, probier mal von meinem regenbogenfarbenen Einhorn. Dann sind die bestimmt auch total begeistert. Mir ist trotzdem dieses zuckerfreie, Energy, süß, gekünstelte, komische, geschmackhabende, alles nur Chemie und Körperverseuchende irgendwie richtig abstrakt. Wenn ich euch einen Tipp geben soll, trinkt einfach Leitungswasser, das ist auf jeden Fall gesund, oder mal eine Apfelschorle oder irgendwas, aber lasst die Finger von Energy-Drinks, überlasst es den Profis, die täglich ihre Gesundheit aufs Spiel setzen. Und wo wir gerade beim Thema Gesundheit sind, schließen wir die Folge natürlich wieder ab mit einer Dose 5-0er Dosenbier. Denn das ist immer noch parat und das hilft mir in jeder Lebenssituation. Aber werdet nicht wie Ramses, trinkt keine Dosen, kauft keine Dosen, kauft euch einen Wassermax und sprudelt zu Hause vor euch hin. Habt ihr schon mal einen Wassermax in eine Badewanne geworfen? Stundenlanger Spielspaß. Wir werden jetzt auf jeden Fall die Dose 5-0er Dosenbier aufmachen, werden die trinken. Ich würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin wieder. Wie ging das? Bis zum nächsten Mal? Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Ihr seht, das hinterlässt Wirkung. Ach nee, warte mal. Ich muss ja erst trinken. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Sugar free.